So, hallo Freunde, willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Ich entschuldige mich erstmal, dass die letzten Tage ein bisschen keine Videos kamen. Hat einfach damit zu tun, weil ich ja jetzt Batman Arkham Knight angefangen habe, noch zusätzlich. Und naja, ich hab's einfach nicht geschafft zu zocken, weil Arbeiten und so, ne? Ist ja auch wichtig. So, wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Und hier ist der Nostro Campione Ezio. Es lebe Ezio! Ihr verschwendet keine Zeit mit dem Beginn der Feierlichkeiten. Warum denn auch? Was heißt, du es lebe Blackie? Du hast einen großen Dienst erwiesen. Sag mal. Durch Vieris Tod wird die Toskana endlich wieder friedlich sein. Weißt du, was das bedeutet? Nie mehr Arbeit. Wir können den ganzen Tag mit Saufen verbringen. Und mit Huren. Was denn? Stimmt doch. Komm, Ezio. Geh mit mir. Ja, Onkel? Eine Planänderung. Mehr über die Villa erfahren und die dort versteckten Kodexseiten finden. Akzeptieren. Die Pazzi unterstehen einem anderen. Einem Spanier. Mario, folgen. Das ist Rodrigo Borgia. Einer der mächtigsten Männer Europas. Und Großmeister des Templerordens. Also ist er verantwortlich für den Tod meines Vaters und meiner Brüder. Ja. Und er wird auch dich töten, wenn er kann. Ach, das war falsch. Ich Dann wollte muss den ich Datenbank. Gegen ihn kämpfen, wenn ich frei sein will. Doch erst wenn jeder andere Templer meine Klinge gekostet hat. Vaters Liste wird mich führen. Wohin gehst du als nächstes? Florenz. Francesco de Pazzi wird das Schicksal seines Sohnes teilen. Genau. Ein kluger nächster Schritt. Kein Zweifel, dass er Böses im Schilde führt. Gut. Genug der ernsten Gespräche. Ich bin in meinem Büro, wenn du mich brauchst. Jawohl. Ich sollte den Brief lesen, den mein Onkel mir gab. Den Brief lesen. Das werden wir tun. Ups. Sieht bekannt aus? Weitere Kodexseiten. Ja, dein Vater konnte einige finden und übersetzen, bevor er... Hier. Das ist nicht die Arbeit deines Vaters. Jemand anderes hat das übersetzt. Leonardo da Vinci, ein Freund. Genau. Siehst du, wie die Wörter von einer Seite auf die nächste kreuzen? Da ist irgendetwas drunter. Irgendeine Art Karte. Wohin soll die wohl führen? Dein Vater und ich konnten Teile einer Prophezeiung auf diesen Seiten entschlüsseln. Geschrieben wurde sie von einem Assassinen wie uns, der einst einen Edensplitter besaß. Sein Name war Altair. Er sprach von etwas Mächtigem und Uraltem, das unter dem Land versteckt ist. Was ist das? Ja, was? Genau um dieses Geheimnis zu lösen, haben wir diese Seiten gesammelt. Dann lasst mich helfen. Ich sollte die Arbeit meines Vaters fortführen. Und zwar jetzt. Ich beginne mit der Seite, die ich von Vieri habe. Leonardo wird sie entschlüsseln. Bene, komm wieder, wenn du Zeit hast, und wir fügen sie zur Wand hinzu. Jawohl. Hab verstanden. Den Aussichtspunkt der Villa erreichen. Gehen wir gleich hier raus. Klettern können wir ja, Gott sei Dank. Zack, zack. Mit Hilfe der Karte können Sie die Zielnebenmissionen finden. Im Kartenordner des Animus-Desktops können Sie eine GPS-Markierung setzen. Brauche ich nicht. Ich sehe so auf der Map. Was ist das? Eine Feder? Was ist hier? Da ist ein Symbol. Ach, das ist wahrscheinlich die Feder und Truhe. Ab nach oben mit dir, Ezio. Let's go. Ja, schaffst du es heute noch? Er will nicht. Hallo? Ja, er schafft es ja doch. Dann synchronisieren wir mal unsere Villa, Stadt, wie auch immer. Oh, und jetzt die Codex-Seiten sammeln. Na, bist du bisch.
Das haben wir doch schon gesehen, Menschenskinder. Und ju! Plopp. Ich denke mal, so sehen wir es ein bisschen schneller. Ja, hier ist irgendwo was. Das war Seite Nummer 1. Ach, die zweite ist auch nicht weit weg. Ist das nicht schön? Au. La 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 la. Ich hab so das Gefühl, die ist irgendwo. Hier. Und wir haben die nächste. Voll ja. Na, wo ist die nächste versteckt? Ich sehe da was ganz anderes. Was ist das? Eine sogenannte Statue. Ja, was haben wir da? Jupiter-Statue gefunden. Wow! Da geht's aber tief runter. Ich dachte eigentlich, ich komme da ran, aber... Ja, du mich auch. Zack, zack, zack. Was ist da drin? Geld. Na gut. Minerva-Statue gefunden. Ich frage mich, was die Statuen gut sind. Wie gesagt, ich spiele das Spiel blind. Ich hab da was leuchten sehen. Ah. Eine Feder. Na komm, ab nach oben mit dir, Ezio. Mann. Hat der Speck angesetzt oder was ist los? Das war Nummer 4 von 100. Das war Codex Seite Nummer 3. Zap, zap. Ups. Hopp, hopp, hopp. So, und nun? Die letzte ist wo versteckt? Ich guck mal auf die Map. Das ist da. Ja, dann ab nach draußen. Statue. Wo geht's denn hier raus nochmal? Sorry Leute, falsche Richtung. Ich habe ein Elixier aus Blei und Granat. Na, können wir schon... Jawohl. Ich wollte das jetzt nämlich nicht alles zu Fuß gehen. Hi, hi!
Hier ist die letzte Seite versteckt. Nettes Versteck. Claudia einen Such abstatten. Kampfring. Hi, hi! Oh, geben wir mal Gas mit dem Pferdchen. Kann ich nicht reinreiten. Ja, ist ja okay. Geh mal zu Fuß. Claudia, ich komme. Nein, ich erscheine. Ich mag teuer sein. Aber Entschuldigung für das Wortspiel. Ja, ich hoffe auch, euch geht's allen gut. Diese Folge kommt dann am Samstag raus, ne? Bevor ich es jetzt vergesse zu sagen. Einfach als Entschädigung, weil jetzt die letzten Tage ich ein bisschen Schleifen ablassen. Hallo, Claudia. Unser Onkel ist ein Monster. Das ist unerhört. Was ist geschehen? Er lässt mich arbeiten. Wenn Vater hier wäre, müsste ich sicher nicht hinter einem Schreibtisch sitzen. Und wie lauten die Bedingungen dieser Versklavung? Da jemand entschieden hat, hier zu bleiben, hat Onkel Mario vorgeschlagen, dass wir Geld verdienen, um die Villa zu reparieren. Aber es gibt kein Geld. Ich wette, dass ich dir Geld bringen kann. Oh, klasse. Mehr Arbeit für mich. Nun gut. Wenn du anfängst, für Verbesserungen in der Stadt zu zahlen, werde ich alles in diesem Buch festhalten. Wahnsinn. Und da ich nichts Besseres zu tun habe, notiere ich auch alles, was du von anderswo mitbringst. Wenn du es schaffst, diesen Ort ans Laufen zu bringen, werden Reisende zu Besuch kommen und Geld ausgeben, obwohl viele den Weg aus der Stadt scheuen werden. Aber wenn sie kommen, sammle ich alles verdiente Geld in dieser Kiste. Du wirst selbst herkommen müssen, um das Geld zur Bank zu bringen. Wenn die Kiste voll ist, nehme ich mir sonst selbst den Überschuss. Capito? Abgemacht. Sehr nice. Überblick, Geschäfte, Renovierungen. Ah, okay. Ich verstehe. Da leuchtet doch eine Kiste. Gehen wir doch gleich mal hin. Und jetzt? Kann ich da irgendwas machen? Mit dem Architekten der Villa sprechen. Da haben wir ihn doch schon. Hallo, du da. Buongiorno. Stimmt etwas nicht? Sir Mario heuerte mich an, um mich um alles zu kümmern. Aber ich bin Architekt und kein Zauberer. Ohne Geld kann ich keines dieser Gebäude reparieren. Und wenn euch jemand Geld brächte? Dann wären wir im Geschäft. Ihr seid sicher Sir Ezio. Hab ich recht? Richtig. Onkel, das ist mal ein cleveres Bürschchen. Er ist sehr aufmerksam, wenn er Geld riecht. Wenn ihr diese Stadt aufbauen wollt, brauche ich es. Ich habe hier eine Preisliste für neue Läden und Renovierungen. Bringt mir Gold, trefft eine Wahl und ich fange sofort an. Wenn ich einen Laden baue, könnt ihr als Besitzer die Ware dort zu niedrigen Preisen erwerben. Investiert ihr mehr Geld in den Laden, wird der Rabatt größer. Die Renovierungen, nun, sie bringen das Leben zurück in die Stadt und in die Villa. Und jetzt wie Quatsch, Sir Mario rum. Mir erzählte, war das eurem Ur-Urgroßvater sehr wichtig. Außerdem führen neue Läden und Renovierungen dazu, dass mehr Menschen zu Besuch kommen, wodurch euer Einkommen steigt. Du nervst. Wollen wir uns das einmal ansehen? Nein. Naja, zu spät. Ah, blöder Mauszeiger, geh weg. Ah, ich verstehe. Ja. Was denn nun? Jawohl. Nicht genug Geld zum Renovieren. Ah, okay, jetzt sehe ich das. 4000 und 3000 noch was Hammer. Diebesgilde, Militärskaserne, Kirche. Der Schmied ist mir eigentlich gerade wichtig. Ah, okay, geht nicht. Bank, Kunsthändler. Nur mal die Bank. Und renoviert, Gebäude renoviert. Buon viaggio. Regioni, Wert plus 5500. Sehr schön. Ja, und wie kann ich hier die Kiste öffnen? Hallo? Geht nicht. Gut, wir gehen weiter. Wir müssen ein bisschen wieder zu unserem Onkel. Hallo Onkel.
Ezio, mein Junge, ich glaube, ich sollte dir endlich etwas zeigen. Wer hätte es gedacht, eine Geheimtür hinter einem Bücherregal. Das ist sowas von Klischee. Was, ich renne da jetzt runter, ey, der nervt. Der schläft mir ein, der Typ. Wow, was ist das denn? Eine riesige Halle. Hey Onkel, komm runter. Beweg dein Po. Warum zum Teufel? Dies ist unser Altarraum. Er wurde von meinem Urgroßvater erbaut, um das Angedenken der Assassinen zu ehren und ihre Geheimnisse zu schützen. Sieh dich um. Das sind die Assassinen, die in der Stunde der Not die Freiheit der Menschen schützten. Und das ist die Rüstung von Altair. Wenig ist über Altairs Leben bekannt. Doch seine Rüstung ist leicht und doch stark. Ich würde sie dir geben, aber ich weiß nicht wie. Mein Urgroßvater erzählte mir, dass sie verschlossen bleiben würde, bis all ihre Beschützer wieder komplett wären. Ich hörte Gerüchte über Krypten in ganz Italien. Versteckte Gräber mit Schätzen gefüllt, in denen diese 6 vor Jahrhunderten begraben wurden. Vielleicht hat das was damit zu tun. Als ich jünger war, suchte ich selbst nach den 6. Ohne Erfolg. Vielleicht hast du mehr Glück. Interessant. Um perfekte Synchronität mit Ezio zu erreichen, brauchst du diese Rüstung. Ja, Rebecca, hab verstanden. Auf diesem Podest steht die Statue von Kulan Gal, dem Assassinen aus der Mongolei. Mit Pfeil und Bogen hat er Genghis Khan Pferd erschossen. Sieht aus, als würde an diesem Podest etwas fehlen. Okay, und das würde wahrscheinlich bei jedem so sein. Naja, egal, ab nach oben. Um die Kurve rum. Nein, wir sind nicht bei der Formel 1. Lalala. Ah, wir gehen mal rüber zum... Nein. Ist das jetzt das Federzeichen? Ich gehe mal kurz nach oben. Wo war nochmal die Feder? Ich glaube hier hinten. Jupp, wir haben ja wieder eine mehr. Mondregion ist wert plus 20. 4 von 100 Federn gesammelt. Juhu! So, ab nach draußen. So, wir sind schon am Ende der Folge angekommen. Haben jetzt ein bisschen gelernt, wie wir mit der Stadt umgehen müssen, etc. Hier machen wir einen Cut. In der nächsten Folge machen wir weiter. Bis dann, euer Blacky. Wenn es euch gefallen hat, abonniert, liked, kommentiert. Vielen Dank fürs Zuschauen.